nicht viel sagen konnte. Doch befahl er mich, auf eins der Orkschiffe zu bringen. Tja, und da hast du mich schließlich auch gefunden. Weißt du, wohin man dich bringen wollte? Oder was die Schwarzmagier auf Korinthes wollen? Ich hab keine Ahnung. Kann ich noch was für dich tun? Nein, danke. Ich werde mich erstmal etwas erholen. Also dann. Aber du gehst nicht zurück. Gernot, was sagst du dazu? Nix. Es ist die Frage, wie geht's weiter? Hey. Da ist nicht zu holen. Nicht zu plündern. Jetzt ist die Frage, mit wem rede ich jetzt, dass das weitergehen kann. Übrigens, ich habe jetzt gerade nicht alles mitgehört. Ich musste mal kurz mein Handy einstecken, bevor der Akku leer ging. Ich musste ja schließlich auch auf den Timer. Ich bin ja auf den Timer angewiesen. So. Hey. Darf ich dich kurz sprechen? Natürlich, mein Sohn. Was führt dich zu mir? Der von mir befreite Gefangene der Orks, Martin, hat mir erzählt, dass die Orks Korinthes überfallen haben. Das ist eine schlimme Sache. Du solltest Lord Baldwin davon unterrichten. Martin hat mir auch erzählt, dass die Orks von Schwarzmagiern begleitet wurden. Was sagst du? Schwarzmagier? Dann ist die Gefahr, die uns droht, größer, als wir bisher angenommen haben. Was haben die Schwarzmagier auf Korinthes zu suchen? Ich kann es dir nicht sagen. Die Söhne Belias scheinen aber auf Korinthes etwas Wichtiges vorzuhaben. Wenn man nur wüsste, was das sein könnte, wenn wir nach Korinthes kommen, solltest du der Sache auf den Grund gehen. Oh, Lebenskraftcheck. Kann ich das? Nee, kann ich noch nicht, ne? Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Hey, du. Was war? So. Das war doch schon vorher. Denn so ist es. Ist das wirklich wahr? Sind's alle wieder da, ja? Ich sollte mit Lord Baldwin reden, ja? Lord Baldwin, ich habe eine wichtige Information für euch. Wenn diese so wichtig ist, dass du sie mir persönlich sagen musst, dann kannst du getrost sprechen. Der von mir befreite Gefangene der Orks, Martin, teilte mir mit, dass die Orkflotte Korinthes angegriffen hat. Was sagst du da? Das wäre ja fürchterlich. Was ist mit der Stadt? Haben die Orks sie erobert? Ja, sie ist vollständig vom Feind übernommen worden. Was ist mit Lord Hagen und den Bewohnern der Stadt? Lord Hagen hatte die Stadt schon vorher verlassen und von den Bewohnern konnten viele entkommen. Viel mehr aber wusste auch Martin nicht über ihr Schicksal. Bei Innos, dann ist ja auch unsere ganze Mission gefährdet. Was sollen wir nur tun? Kann ich jetzt erfahren, was unser eigentliches Reiseziel ist? Ja, denn es hat keinen Sinn mehr, es länger geheim zu halten. König Rober hat mir zwei wichtige Missionen anvertraut. Die erste ist, nach Korinthes zu segeln und mich zu erkundigen, warum Lord Hagen bisher nicht zurückgekehrt ist. Falls er meiner Unterstützung bedarf, soll ich ihm so gut ich kann helfen, seine Mission zu erfüllen. Was ist Lord Hagens Mission? Er soll aus dem Minental so viel Erz wie möglich herbeischaffen und nach Vanguard bringen. Der
damit die Schmieden des Königs genug neue Erzwaffen zum Kampf gegen die Orks herstellen können. Ohne diese Waffen werden wir unmöglich gegen die Orks bestehen können. Aber jetzt, ja. Was ist die zweite Mission? Wenn wir unsere Mission in Korinnes beendet haben, oder diese nicht mehr ausführbar sein sollte, hat uns der König beauftragt, die Nachschubwege der Orks nach Möglichkeit zu behindern. Und wie soll das geschehen? Der Nachschubweg der Orks in Myrtana erfolgt zurzeit auf zwei Wege. Zum einen erhalten die Orks ihren Nachschub über die vereisten Pässe aus Nordmar. Die Wege durch Nordmar aber sind wegen der vielen wilden Tiere und der Schneestürme selbst für die Orks gefährlich. Zum anderen versuchen die Orks jetzt mit Hilfe ihrer Flotte, sich den nötigen Nachschub zu verschaffen. Das ist, nachdem unsere Flotte im Krieg zerstört worden ist, jetzt der einfachste und sicherste Weg für unsere Feinde geworden. Wir aber sollen nun dafür sorgen, dass die Orks auch auf dem Seeweg gehindert werden, ihren Nachschub nach Myrtana zu bringen. Ich verstehe. Wir sollen also jedes Orkschiff kapern, das uns über den Weg läuft. So ist es. Am besten freilich wäre es, wenn wir die Ork-Flotte komplett ausschalten könnten. Das wird uns aber allein mit der Albatros leider nicht möglich werden. Nichtsdestotrotz ist unsere Mission sehr gefährlich. Wir dürfen nur einzelne Schiffe angreifen, niemals mehrere. Sollten wir mehr als einem feindlichen Kriegsschiff begegnen, oder sollte dieses über eine große Anzahl von Kriegern verfügen, wird eine Niederlage für uns kaum noch abzuwenden sein. Und wenn wir unterliegen, dann ist auch das Königreich verloren. Nun gut. Aber was nun? Hey du! Hey du! Ich würde gerne wissen... Verschwinde und stör mich nicht länger. Ja. Hey! Hey du! Was ist denn das denn schon wieder her? Hey! Warum kann ich denn hier mit keinem reden, sag mal? Ich kann das nicht glauben. Der hat auch nichts mehr zu sagen. Der ist echt nicht. Hey! Warte. Ja, wie geht's jetzt weiter? Harald? Hast du irgendwas? Und Harald, wie sieht es aus? Alles klar? Solange hier jeder an Bord seinen Pflichten nachkommt, ist alles in Ordnung. Auf einem Kriegsschiff muss schließlich Disziplin herrschen. Wird sich das jemals ändern? Ja, das nicht. Und jetzt? Kann ich noch was für dich tun? Nein, danke. Na dann nicht. Kannst du mir etwas über die Ork-Flotte sagen, Dandolo? Über die Ork-Flotte? Was willst du denn darüber von mir wissen? Nun, wie kam es, dass sie unsere Flotte so leicht besiegen konnte? Tja, das haben sie schon viele gefragt. Und sie alle sind zu verschiedenen Antworten gekommen. Und was ist deine Ansicht hierüber? Gar nicht. Meine Ansicht? Nun, die wird zu manchen Würdenträger des Königs nicht gefallen. Das sage ich dir. Der König und seine Paladine haben sich hauptsächlich mit dem Langkrieg gegen die Orks beschäftigt. Dass die Orks aber zur gleichen Zeit eine Galeerenflotte aufstellte, die unsere Flotte eines Tages gefährlich werden könnte, wurde gar nicht wahrgenommen. Und wenn einmal die Sprache darauf kam, wurde das Problem von den Paladinen vollkommen heruntergespielt. Selbst heute noch
wollen Leute wie Galanun es nicht wahrhaben, dass es hauptsächlich ihre Schuld war, dass unsere Flotte untergehen musste. Denn eins sage ich dir, unsere Flotte wurde zugunsten des Landheeres ganz sträflich vernachlässigt. Doch selbst, als die Flotte der Orks fertiggestellt war, glaubte man, mit dieser schnell fertig zu werden. Man vertraute allein auf die Kampfkraft, die Wendigkeit und die Schnelligkeit unserer Schiffe. Aber viele Jäger sind des Hasen tot. So war es auch mit unserer Flotte. Im östlichen Archipfel kam es zu den ersten vernichtenden Niederlagen unserer Schiffe. Wieso das? Was war denn der entscheidende Faktor dieser Seeschlacht? Na was wohl? Die Übermacht der feindlichen Flotte und ihre Taktik natürlich. Die Ork-Galeeren umzingelten unsere Flotte so eng, dass die Schnelligkeit und Wendigkeit unserer Schiffe bedeutungslos wurde. Die Orks nahmen sich Schiff für Schiff vor, das jeweils von mehreren Galeeren gleichzeitig angegriffen wurde. So kam es sogar, dass viele unserer Schiffe fast unbeschädigt in die Hände des Feindes fielen. Diese Schiffe sollten zu unserem Unglück in den nächsten Schlachten schon bald gegen uns eingesetzt werden. Als die Schlacht im östlichen Archipfel beendet wurde, war fast unsere gesamte Südflotte vernichtet. Nur wenigen königlichen Schiffen gelang die Flucht. Die Orks aber nutzten unsere Verwirrung und jagten uns in der Folgezeit immer größeren Schrecken ein. Das Ende vom Lied war, dass unsere gesamte Flotte nach und nach aufgerieben wurde. Jetzt gibt es nur noch wenige Schiffe, die dem König zur Verfügung stehen. Die Albatros, die Esmeralda und wer weiß noch welches Schiff. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo der Trigger ist, dass wir weitermachen können. Nicht zu holen. Irgendwas muss ich hier noch finden, damit es weitergeht, habe ich den Eindruck. Weil ich weiß nicht. Ich weiß sonst nicht, wo der Trigger ist. Wo scheinbar keiner mehr da ist. Kann ich in Ruhe das Schiff durchsuchen. Hätte man eigentlich auch die Musik von Dingens einfügen können. Sag schon. Nicht zu holen. Hier von der Orkstadt aus Gothic 1. Was ich mir angucken sollte.
Verstehe. 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 Genau, der Stammler hieß er. Nee, Quatsch. Das war nicht der Stammler. Sag bloß, ich hab da noch einen Trigger gefunden, quasi. Ich habe an Bord des Orkschiffes einen Brief gefunden. Einen Brief? Wo denn da genau? Er lag in der Kajüte des Ork-Kapitäns. Und? Stand was Wichtiges in diesem geschrieben? Ich kann ihn leider nicht lesen, da dieser in orkischer Schrift geschrieben wurde. Nun, dann können wir nichts mit ihm anfangen. Weder ich, Lord Baldwin, noch die anderen Paladine können die orkische Schrift lesen. Aber vielleicht kann dir unser Feuermagier helfen. Geh doch mal zu Wulfias und frage ihn. Okay. Wie geht es besser? Was hat er wirklich gemacht? Da ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Mach mal kurz die Musik aus. Das reicht jetzt. Wir sind nicht mehr am Kämpfen. Von daher. Ich habe einen Brief in orkischer Sprache gefunden. Kannst du ihn vielleicht übersetzen? Du hast Glück. Ich habe mich mit der Sprache der Orks intensiv beschäftigt. Gib ihn mir. Gib ihn mir, sagt er. Wann wirst du mit der Übersetzung fertig sein? Ich denke, dass du dir die Übersetzung bereits morgen bei mir abholen kannst. Ist die Übersetzung des Briefes fertig? Nein, noch nicht. Komm später wieder. Wenn du mich noch weiter von der Arbeit abhältst, wird es noch länger dauern. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Nicht zu holen. Meinst du, mir geht es besser? Mhm. Ich hab so einiges gehört. Raus aus meinem Bett. Na, keine Lust. Joi. Ruckelt das denn auf einmal so? Out of memory. Nein! So, aber was ruckelt das denn jetzt so? Ja. Ist die Übersetzung des Briefes fertig? Ja, hier hast du sie. Es war gar nicht so leicht. Bei vielen Worten musste ich mehrfach überlegen. Der Inhalt des Briefes ist... Aber halt, lies ihn selbst. Aha, wie unauffällig.
Rihorzeng Shak. Herr von Drakta, wir haben die Stadt Korinnes vollständig eingenommen. Ich werde nun die Schiffe meiner Flotte zum Miental segeln lassen, damit die Morras dort ebenfalls von uns unterworfen werden. Prankrosch, Seekriegsherr der Orkflotte. So, und jetzt? Wen spreche ich drauf an? Gernot. Garnelung kann man überhaupt nicht anquatschen, wa? Wulfias konnte den Brief der Orks übersetzen. Tatsächlich? Da haben wir aber Glück gehabt. Zeig ihn mal her. Und? Kannst du mit dem Inhalt des Briefes etwas anfangen? Ja, das kann ich. Dieser Prankrosch ist mir kein Unbekannter. Er ist der wohl bedeutendste Admiral der großen Orkflotte. Er also hat Korinnes überfallen. So. Der Empfänger dieses Briefes hingegen, dieser Zeng Shak, ist mir unbekannt. Auch kenne ich keinen Ort namens Drakta. Immerhin wissen wir nun, dass die Orkflotte auf dem Weg zum Minental ist. Wir werden also auf unserer Weiterfahrt soweit erstmal sicher vor ihr sein. Im schlimmsten Fall begegnen uns nur vereinzelte Orkschiffe, was mir keine große Sorge macht. Aber du hast uns mit der Auffindung dieses Briefes einen großen Dienst erwiesen. Ja, danke. Das werden Lord Baldwin, die anderen und ich dir ganz bestimmt nicht vergessen. Ja, und jetzt? Hey! Was gibt es jetzt zu tun? Da die Orks Korinnes erobert haben, können wir es nicht wagen, mit der Albatros der Insel zu nahe zu kommen. Ich bestimme daher, dass Gernot mit einigen aus der Mannschaft mit dem Beiboot nach Korinnes segelt. Darf ich Gernot und die anderen begleiten? Das sollst du sogar. Du hast in der kurzen Zeit, wo du zu uns an Bord gekommen bist, dich bereits hervorragend bewährt. Zudem bist du in Korinnes aufgewachsen und kennst daher die Insel. Ich weiß auch, dass du gerne ein Streiter Innos werden möchtest. Du hast daher nun die einmalige Gelegenheit, dich hierfür zu bewähren. Ich gebe dir persönlich den Auftrag, in Korinnes Erkundigungen einzuziehen. Finde Lord Hagen. Erkunde, wie weit die Orks die Insel eingenommen haben. Suche nach Überlebenden. Vielleicht gibt es irgendeinen Weg, Korinnes von den Orks zu befreien. Wenn ja, dann finde ihn. Was soll ich Lord Hagen sagen, wenn ich ihn finde? Frage ihn, wie viel Erz er in seinem Besitz hat und wie wir ihm helfen können, Korinnes zurückzuerobern. Ich werde eure Aufträge so gut ich kann ausführen, Lord Baldwin. Das habe ich von dir erwartet. Du hast doch einen Schlüssel von meiner Kajüte. In meiner Truhe befindet sich eine Seekarte von der Küste von Korinnes. Bring sie mir, damit ihr so bald wie möglich aufbrechen könnt. Innos möge euch bei eurer schweren Aufgabe beschützen. Kapitel 3, eine gefährliche Mission. Geil. Endlich mal das nächste Kapitel erreicht. Alter, mach keinen Scheiß, Garnelun. Noch brauchen wir dich. Warte mal. Ich soll da reingehen, was? Ja, toll. Jetzt konnte ich aber die Truhe nicht öffnen. Gernot? So,
Nun wären wir endlich auf Korinus. Ja, und Innos möge uns bei unserem Vorhaben unterstützen. Was ist jetzt zu tun? Erstmal einen Varan klatschen. Weiß ich. Komm, stirb doch. Was ist denn da los? Nein. Stehen nur rum und nur rumstehen und zuschauen. Warte, wann habe ich gespeichert? Bitte. Jetzt bin ich schon wieder hier. Nee. Jetzt bin ich schon wieder hier. Wir müssen... Ach. Was doof. Wir sehen uns gleich wieder auf Korinus. Ich muss das nochmal alles nochmal... neu aufspielen. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge, dann starten wir auf Korinus. Bis dahin, macht's gut.